So, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hochspurt Scrap Mechanic. Wir bauen eine Monorailbahn. Unser erster Versuch hat ja noch schon nicht so gut hingehauen. Der zweite schaut schon ein bisschen vielversprechender aus, wie ich finde. Aber ich bin gerade echt, was die Verkabelung hier betrifft, skeptisch ist untertrieben. So, ich brauche hier aber auf jeden Fall, da bin ich mir sicher, zwei Elektromotoren. Schon allein für Gewichtsausgleichsdinge. So. Das sind jetzt die reinen Antriebe. Die werden genau eine Stufe mehr haben. Gleich. Ach, come on. Kann ich die eigentlich auf einen Schalter beide schalten? Scheint so. So. Also. So, wir machen das mal. Ich mag mich täuschen, aber zumindest die hier drehen sich alle in die richtige Richtung. Die drehen sich alle konträr dazu. Gut. Warum mache ich das eigentlich so? Eigentlich müsste doch... Ach egal. Ich verbinde jetzt erstmal mit diesen Schaltkonsolen. Und zwar... Der soll randrücken. Nein, falsch. Der. Richtig, richtig. So. Der kommt daran. Der kommt daran. Der kommt daran. Und der kommt daran. So. Und zwar sollen die alle um 5 Grad randrücken. Das sollte eigentlich reichen. Genau. Ups. Die habe ich noch nicht gehabt. So. 5 Grad. Warum mache ich das über zwei Controller? Weil, kann mir das jemand verraten? Da habe ich mir bestimmt irgendwas bei gedacht. Schauen wir mal. Ich finde, das schaut geil aus. Gut, selbstverständlich gut. Na komm. Das ist nicht das, was ich vorhatte. So, versuchen wir es nochmal. Ladies and Gentlemen, ich habe eine Monorail gebaut. Nein! Kann mir jetzt jemand verraten, wie ich hier rauskomme? Verdammt.
So. Ich weiß, das ist nicht optimal hier, aber ich weiß auch gerade echt nicht, wie ich es anders machen sollte. So. Moment. Das ist ungefähr die Höhe. Und das ist ungefähr dieselbe Höhe. Ich könnte auch zählen, aber es wäre zu einfach. Okay, vielleicht sollte ich das doch nicht irgendwie schwingend konstruieren. Wobei das schon irgendwie witzig aussieht, aber erstmal grundsätzlich, es funktioniert, liebe Damen und Herren. Das möchte ich hier mal betont wissen. Ach. Muss ich nur noch herausfinden, wie man Kurven fährt damit. Aber ich komme. Ja gut, was tatsächlich ein bisschen blöd ist. Was tatsächlich in der Tat ein noch nicht mal ein klein bisschen, sondern richtig blöd ist, die Laufrichtung. Verzeihung. Und zwar. So, jetzt stimmt's wieder. Und sieht scheiße aus. Ach, verdammte Axt. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich per Knopf in dem Sinne umschalten könnte, dass ich sage, naja, gut, okay, dann. Läuft's halt mal so oder so rum. Ist mir jetzt tatsächlich nicht klar, dass ich jetzt einfach hier auf den Pilotensitz an sich verzichten könnte. Na, wobei, ah, oh Gott, aber das, da habe ich jetzt echt gerade keine Lust zu der Konstruktion drauf, muss ich sagen. Weil dann müsste ich ja alles mit Doppelbearings versehen. Und für jede Laufrichtung einen eigenen Motor reinhauen. Das hieße also, ich weiß es gar nicht, ob das so ginge, wie ich mir das vorstelle. Ich müsste. Ich konstruiere das mal hier mal oder versuche es mal zu konstruieren. Und zwar, da hätte ich. So wie ich mir das gerade vorstelle, ja. Hätte ich Bearing Nummer 1. So, das verbinden wir. Verbinden mal kurz mit dem Schalter. Einfach damit es auch nicht die ganze Zeit läuft. So. Zack, Bearing Nummer 1. Dreht sich in diese Richtung. Ah, das geht schon mal nicht. Okay. Okay, ich konstruiere das zum besseren Verständnis, was ich meine. Bearing Nummer 2. Müsste dann in die andere Richtung laufen. Und je nachdem, was ich eben anmache. Achso. Wobei das eröffnet andere Möglichkeiten. Das ist ja, ich müsste halt den einen ausschalten, sagen wir mal so, zack, und den anderen an und dann liefe es in die andere Richtung. Wenn ich beides gleichzeitig laufen lasse, dreht sich nur das Innere. Das finde ich gerade sehr spannend. Finde ich in der Tat sehr spannend gerade. Einfach weil es witzig aussieht. Macht Sinn? Kaum. Okay, aber auf jeden Fall müsste ich das so irgendwie lösen.
darauf habe ich gerade nicht so viel Lust. Weil das ist unglaublich viel mehr Aufwand und vor allem das in einem Let's Play zu verarbeiten. Aber wir haben, wie wir unschwer feststellen können, eine Monorail gebaut. Ups. So, und mit starrer Verbindung wäre es vielleicht besser, da könntet ihr recht haben. Was heißt wer? Es ist es, definitiv. Aber ich dachte, es wäre halt eben durch die. Da habe ich noch nicht mitgedacht gehabt. Oder nicht ausreichend. So. So, das können wir alles mal wegnehmen, weil das braucht keiner mehr. Ups, nicht gut. Ich bin gerade nur froh, dass wir das eben auf der anderen Seite auch noch befestigt haben. So, ich muss hier einfach mal kurz aufräumen. Nein. So. Und hier stopfen wir einfach Löcher mit Holz. Sieht gut aus, oder? So, ich könnte hier also. Na, das wird immer noch nicht gehen. Also es ist, wenn es so schon nicht gegangen ist, wird es so erst recht nicht gehen, dass ich hier in der Ebene sozusagen, also in der oberen Ebene, eine Kurve ansetze. Ich kann nur geradeaus, fürchte ich. Ich kann nur geradeaus. Aber ich werde selbstverständlich hier mal ein bisschen weiterbauen. Weil wäre doch schön. Ja, ich fürchte, das müssen wir irgendwie so machen. Und ich hoffe gerade inständig, dass das hält. Weil. Ja, es scheint zu halten. Weil ich ganz gerne hier weiter bauen gehen wollte, damit ich. Weil noch haben wir keine Physik angenehmerweise. Was man natürlich machen könnte, ist, dass man irgendwie unten drunter die Halterungen wegmacht, sodass es durchs Eigengewicht draufgedrückt wird und an Seiten, sodass man dann noch Stützen von unten machen könnte. Aber das ist irgendwie, glaube ich, nicht so zielführend. Zumal die Physik hier nicht so ganz maximal ideal funktioniert, wie ihr seht. Ich mache das gerade mit Absicht falsch. Guck an, man kann da gar nicht. Ah ja. Also ich versuch's mal, ja, mit diesen Kurven, aber ich fürchte, das wird nix. Ich fürchte, das wird nix. So, und hier mache ich mal. Alter Schwede, ich kann hier nicht mehr konstruieren. So, das scheint zu passen.
hängen, oder? Und man könnte jetzt natürlich behaupten, das liegt nur daran, dass ich dass ich jetzt zu niedrig war, aber ich glaube nicht, dass dem so ist. Seien wir doch ehrlich. Aber ich finde das schon mal nicht schlecht so. Genau. Mit Lenkung komme ich da leider auch nicht weiter. Ja. Nachdem die letzte Folge so lang war, sage ich jetzt mal, diese Folge wird einfach kürzer werden. Ich habe ja mein Ziel erreicht. Ich könnte jetzt hier noch Dinge an- und umbauen. Aber grundsätzlich, es ist proved, so würde ein Monorail funktionieren. Gut, der Schwenk von der horizontalen auf die vertikale, beziehungsweise andersrum von der vertikalen auf die horizontale, also sprich von hier nach da, die Überlegung ist jetzt nicht besonders schwierig. Ich behaupte, wenn diese Kurve dann nicht gleich im 90-Grad-Winkel, sondern in, sagen wir mal, 3x30-Grad-Winkeln abknicken würde, könnte man hier noch entsprechend eine Konstruktion sich überlegen, dass man auch um Kurven fahren kann, beziehungsweise nach oben oder unten käme. Also eine Steigung oder nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so, wie es ist. Ich finde das trotzdem eigentlich ziemlich cool. Also mir gefällt's. Und ja, ich hoffe, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn es so ist, lasst mir einen Daumen da. Wenn nicht, auch gerne einen Kommentar. Macht mir Vorschläge, was ich als nächstes bauen soll. Ja, wir sehen uns. In jedem Fall. Ich wünsche euch was. Pfiat euch, Servus und habe die Ehre.